Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach fast dreimonatiger Belagerung haben die kroatischen Verteidiger von Vukovar heute bedingungslos kapituliert. Der Militärkommandeur der Stadt ordnete die Einstellung aller Kämpfe gegen die Bundesarmee und die serbischen Freischärler an. Vertreter der kroatischen Regierung und der Armee verhandeln unterdessen über die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der fast völlig zerstörten Stadt. Während der Zeit der Belagerung war Vukovar für viele Kroaten zum Symbol ihres Kampfes geworden. Für die Menschen in Kroatien ist es ein Schock. Vukovar, von der Kriegspropaganda als Heldenstadt hochstilisiert, ist gefallen. Jugoslawische Volksarmee und serbische Freischärler haben die Stadt nach 86-tägiger Belagerung eingenommen. Und die serbische Kriegspropaganda triumphiert. Vukovar ist befreit. In der solcher Art befreiten Stadt halten sich derzeit noch rund 14.000 Zivilisten auf, darunter 2.000 Kinder unter 16 Jahren. Mit dem Eingeständnis der Niederlage versucht Kroatien nun, die Bedingungen zu verbinden, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, weil man Massaker befürchtet. Ein Teil der Bevölkerung hat beschlossen, sagt uns der stellvertretende Regierungschef Granic, die Stadt zu verlassen. Mit den EG-Beobachtern handeln wir derzeit Evakuierungspläne aus. Dass Vukovar gefallen ist, kommt Granic freilich nicht über die Lippen. Mit dem Fall der Stadt, die zu einer Art Stalingrad erhoben worden war, stellen sich für Kroatien neue Probleme. Die bisher hier gebundenen Verbände der Armee sind nun frei für weitere Aufgaben. Es ist zu erwarten, dass sie nun auf die nur wenige Kilometer entfernten Städte Vinkovci und Osijek vorstoßen. Auch diese Städte werden jedoch, wie Vukovar, in der Mehrheit von Kroaten bewohnt. Die Zukunft von Vukovar ist nun völlig ungewiss. EG-Beobachter sollen hier Massaker unter der Zivilbevölkerung verhindern. Doch die Herren in Weiß waren bisher alles andere als erfolgreich. Und so wächst in Kroatien die Angst, dass der Friedhof von Vukovar nun erheblich erweitert werden muss. Die neuen Staaten der Westeuropäischen Union wollen sich an humanitären Aktionen zur Evakuierung der Zivilbevölkerung in Jugoslawien sowohl zu Lande als auch zu Wasser beteiligen. Der Bürgerkrieg beherrschte die eintägigen Beratungen in Bonn. Über eine erneute scharfe Verurteilung der Verstöße gegen den Waffenstillstand durch die jugoslawische Bundesarmee und die serbischen Freischärler waren sich die WEU-Außen- und Verteidigungsminister schnell einig. Doch dann gingen sie einen deutlichen Schritt weiter. Erstmals kündigten die Europäer auch den Einsatz von Kriegsschiffen an. Frankreich, Großbritannien und Italien wollen Fregatten nach Jugoslawien entsenden. Die WEU will dort sogenannte humanitäre Korridore schaffen, um den bedrängten Zivilisten und vor allem den Kindern zu helfen. Dies soll sowohl auf dem Landweg wie auch von See her geschehen. Kriegsschiffe sollen die Hilfskonvois begleiten. Wobei es sich hier nicht um militärische Interventionen handelt, sondern um humanitäre Maßnahmen mit der Möglichkeit für die daran Beteiligten, sich selbst zu verteidigen. Die WEU will aber auch die Vereinten Nationen drängen, möglichst schnell den Einsatz von sogenannten Blauhelmsoldaten in Jugoslawien zu beschließen. Klar bleibt aber, auch wenn es zu einer Blauhelmaktion der Vereinten Nationen in Jugoslawien kommen sollte, wird es eine deutsche militärische Beteiligung daran nicht geben. Die Bundesregierung wird dann, wie schon während des Golfkrieges, einen finanziellen Beitrag dazu leisten.